Mehr Umsatz, Plocks. Alter, ich mache nur noch Minus. Woher? Achso, ist wieder alles kaputt, natürlich. Gucken wir mal. Der Park ist schlecht. Ja, das stimmt. Irgendwie. Das hier, was ist denn hier? Parkbewertung. Interessiert mich eigentlich eher nicht, dass da Szeneriebewertung. What? Oh Mann. Die Aeronauts wurde repariert. Komm, go, go. Auch mehr Geld jetzt. Und natürlich eigentlich auch mehr Sicherheitspersonal jetzt. Aber das ist zu teuer. Das Sicherheitspersonal ist teuer. Okay, ich glaube, ich bewege mich jetzt Richtung Plus. Aber wir bewegen uns trotzdem hart an der Grenze. Ohne Scheiß. Ja. Ich stehe jetzt schon ewig beim Monorail an und ich habe Hunger. Gibt's hier nichts zu essen? Wo ist denn hier der Essence-Shop? Essence-Shop! Wo ist er? Da, Chief BF. Okay, der ist da hinten. Hotdog Squirt ist da vorne. Cosmic Cow ist da hinten. Da ist ein Cosmic Cow und Heads Fantastic. Ja, ich denke, wir sollten da natürlich auch nochmal gucken, dass wir irgendwo zwischendrin nochmal andere Thingies machen. Mit Essence Stations. Hier ist aber einer, ne? Das ist zum Essen. Chief BF, jawohl. Großartiges Essen, Chief BF. Dann ist ja gut. Loop hat ein technisches Problem. Alter, das ist doch nicht mehr feierlich. K-Witz, Gebäude. Nee, Quatsch, Läden und Servicegebäude. Nom nom, Chief BF. Zu teuer, können wir uns schon wieder leisten. Fuck it. Nach Chief BF 1 habe ich Durst. Ja, stimmt schon. Wir sollten Essen und Getränkeläden zusammensetzen. Ist ja richtig. Shut up. Das ist ein cooles Design. Guck mal. Das ist mein Laden. Okay. Aber wir bleiben natürlich beim Standard im BS. Mal das Cosmic Cock. Und gegenüber machen wir dann Chief Beef. Sagt er gleich wieder, wenn ich das Ding dahin platziere. Chief Beef. Achtung. Wenn ich genug Geld habe. Ah, aber ich hab nicht genug Geld. What the hell? GP. Komm schon. Ah. Wie kosten das? 280 oder so, glaube ich. Chief Beef. Komm, setzen. Fucking Chief Beef. Ah. Keine Chance. Keine Chance. Jetzt gehen wir wieder mehr ins Minus, weil es wieder so viel im Arsch ist. Sunflare hat ein technisches Problem. I want some Chief Beef. Ist fucking awesome, ja. Oh, 280. Also, komm schon. Who's yelling at me? Und why vor allem? Skat! Chief Beef! Chief BF! Okay, got it, Chief Beef! Noch jemand hungrig oder was? Chief Beef! Wie kann man das denn triggern? Chief Beef 2! Glaube ich zumindest. Kann man das Geräusch überhaupt triggern? Ich meine, das wäre super great, weil. Das ist irgendwie sehr geil. Chief Beef. Und gruselig. Komm, triggern. Spencer Good arbeitet da. It's good. Spencer. Ah, ich krieg's nicht mehr getriggert. Das ist schade. Ja, gibt's 100 Pro. Such mal, ich brauch das Chief Beef. Monorail ist kaputt. Damn it. Okay.
Aber trotzdem, wir kommen irgendwie nicht auf den grünen Zweig. So, Baukosten, Parkverwaltung, Gewinn. Gewinne, 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 der ist da. Der schlägt natürlich extrem aus. Guck mal, der ist meistens sogar unter Null. What the hell? What? Oh Mann. Scheiße schwierig, ne? Aber gut, wenn wir mal einen groben Überblick uns beschaffen. Oh nein, Monorail hat ein technisches Problem. Well, 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 well. Ja, Chief. Oh, super Idee, das mache ich. Chief. Das merke ich nie, wenn ich das da einsetze. Aber ja, das wäre geil. So, Läden und Servicegebäude nehmen ein. 1700, die Parkverwaltung ist einfach viel zu teuer. Ich weiß gar nicht, wieso das Personal so viel Kohle bekommt. Alter, wegen dem Golem, ich weiß, aber cool ist das nicht. Oh Mann. Vor allem, guck dir mal die Verkäufer an, was sie kosten. Bitte 300 pro Stück. Pro Stück. Fleisch. Chief Beef. Shut up. Angestellten Energiefunktion, was auch immer das sein soll. Come on, Randa. Sieht's denn hier aus? Achso, ist kaputt, natürlich. Beat the meat. Upsie. Gucken wir mal. Tageswahn sind 57%. Das ist halt nicht wirklich gut. Bei Hotdog Squirt sieht es voll aus. Ich gehe woanders hin. Ja, gehe woanders hin. Pff. Yeah. Okay. Pff. Sie ist voll ausgelastet, Hotdog Squirt, ey. Monorail wurde repariert. So, da rennen sie direkt wieder rein, die Freaks. In der Zeit hätte ich jetzt umbauen müssen. Ohne Scheiß. Wir brauchen mehr. Ich bin in Erbrochenes getreten. Okay, ich habe Durst. Ist natürlich schlecht. Die Szenerie ist toll. Ich habe Durst. Ich habe Chee. Okay, dann müssen wir natürlich für einen Getränkestand sorgen hier. Nicht Chief Beef ausnahmsweise. Gebäude. Nee, Laden. Laden. Cosmic Car. Cockshades. Keycocks. Cosmic Cow. Frag mich nur, wo wir den da hinsetzen sollen. Der ist echt ein bisschen wie Scheiße an der Stelle. Aber wir haben eh kein Geld dafür. Metallaufstieg, 4 auf 4 Meter. Yeah. Aber jetzt haben wir die Kohle dafür. Chief. Chief, Chief. The hell. Ah, shut up. So, dahin. Irgendwie. So. Cosmic. Boom. Kiss me, kill. Boom! Alle runtergerammt. Direkt. Ich brech ab. Echt jetzt? Das ging gut ab. Alright. Next. Thingy. Monorail hat ein technisches Problem. Alles klar. Jetzt ist Monorail so billig. Ja, Monorail ist zu billig. I know that. Was kostet der Spaß? 5,30 habe ich gehört. Ja gut, das Ding macht echt am meisten Gewinn. Das trägt alles andere, ne? Unglaublich. Okay. Nee, ich komme hier irgendwie nicht so direkt auf den grünen Zweig. Das ist irgendwie sau schwierig. Das heißt, momentan bewegen wir uns ziemlich im Kreis. Weiß nicht, wie weit ich gehen kann mit den Preisen für Monorail.
Aber ja, komm, da wir schon dabei sind, machen wir jetzt 55 draus, weil wir es können. Und erhöhen den Preis für den Park an sich vielleicht, pork, an sich vielleicht auch nochmal auf 8 und 4 Dollar, 8. 4 Dollar, bam. So, 8 und 4 Dollar. Um zu gucken, ob wir jetzt schön ins Blues kommen. Blues wäre gut. So lange warte ich nicht auf Monorail, weißt du was? I don't care. Es sind genug Leute, die damit fahren wollen. Was? Okay. So, komm, Blues, 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 mehr Blues. Und sie kommen trotzdem alle gerannt. Parkbewertung 900. Monorail hat ein technisches Problem. So, 51.431,15 Dollar. Okay, wir brauchen immer noch eine Achterbahn, die den Kriterien entspricht. Wir haben dem aber ganz schön in die Hand geschossen. Das sind die Einschusslöcher dazu, ne? Die schießen da hoch und das sind die Einschusslöcher dazu. Das ist ja wohl great. 4G hat ein technisches Problem. Nichtsdestotrotz kommen wir vielleicht doch wieder ein bisschen mehr in Skyle Plus. Skyle Plus. Das gute alte Ziel. Die Monorail ist voll. Aber hey, scheint trotzdem besser zu laufen. Ja. Mal gucken, wie es hier aussieht in der Gesamtübersicht. 81%. Jawohl. Und die Taschendiebstahl ist auch runtergegangen. Zumindest temporär. Heißt nicht, dass es jetzt besser läuft. Aber temporär. Monorail. Okay. Eieieiei. Trotzdem, scheiße, ihnen nicht genug. Der Park wirft nicht genug Kohle ab. Wahnsinn. I don't know why. Ist das? Parkverwaltungskosten, okay. Geldfluss. Mhm, Gewinne. Ganz knapp drüber. Ich brauche mehr Gewinne. Was Glück ist hier, Goldziel natürlich nicht Gewinne zu bekommen, sondern nur den Park im Grunde genommen zum Laufen zu bekommen und den Wert auf 75.000 zu steigern. Was wir mit einer Achterbahn locker hinbekommen. Wenn wir denn genug Geld damit einnehmen. Eieiei. Das ist ein Problem. Das passiert momentan natürlich nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Vollhonks. Oh Mann, mutwillig zerstörte Mülltonnen. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis die jemand repariert, ey. Weil ich kann sie momentan nicht neu kaufen. Ja, der läuft einfach dran vorbei, ey. Was, Bobby? Was, Bobby? Aber wir haben nämlich mal die 5 Dollar dafür. Ist doch fucking great, hä? Oh, toll. Was mit dem Rest? Der putzt hier über eine Stelle drüber, dann geht er. Was, Typ? Ah. Okay. Noch viel mehr Kohle können wir fast nicht verlangen. Fast nicht. Monorail. Die Warteschlange sieht fantastisch aus. Gut. 560. Wenn ihr unbedingt wollt. So, komm. Go, go, go. Ah, jetzt hat sie jemand ersetzt, während ich gearbeitet habe. Mist. Jetzt habe ich es nicht gesehen. Ah. Ja, stimmt. Das könnte ich natürlich machen, wie Cartman. Cartman Land. Ich stehe jetzt schon ewig beim Monorail an, da kann ich aber auch nichts für. So dumm bist du, dich da anstellst. Ja. Jetzt mal ohne Mist. Hier ist aber auch. Ah ne, hier ist jetzt besser geworden. Wie sieht's hier aus? Fucking viel besser und da hinten ist wieder keine Sau. Ja, hier ist echt schwierig, die Leute hinzubekommen. Ohne Scheiß. Viel zu schwierig. Ha. Sky Ace ist inzwischen sehr alt. Ich werde trotzdem nicht über einen Imagewechsel nachdenken. Und technisches Problem. Super. Nur weil ich es angeklickt habe, wahrscheinlich. What else? Aber hey, wir sind ausnahmsweise mal wieder im Plus. Allerdings nicht viel. Weil uns wird das Ganze natürlich jetzt wieder reinhauen.
und uns die Kohle vom Konto ziehen, weil das Ding ausgefallen ist, ja? That's pretty not awesome.